So, ahoi meine Lieben, Sitcast hier, herzlich willkommen zur nächsten Folge Life is Strange True Colors. So, wir haben hier einfach mal die Kneipe nochmal betreten, um hier einen Speicherpunkt anzulegen. Ich muss nochmal ganz kurz schauen, was soll ich machen? Besuche die Apotheke und besuche Steph im Plattenladen. Und untersuche den Blumenladen, machen wir natürlich zum Schluss. Und ich wollte aber noch... Hier saßen noch ein paar Leute da auf der Wiese, die wollte ich mir doch vorher nochmal angucken. Also wir haben hier echt so ein bisschen Open World hier, so ein Stück weit, ne? Aha. Oha. Du schreibst einen Roman? Seit wann? Ich stehe noch ganz am Anfang. Ich habe echt keine Ahnung, ob es was wird. Hey, das ist doch toll. Wir wollten doch sowieso einen Kurs zusammen machen. Wie wär's mit kreativem Schreiben? Aber der wäre doch was, wenn ich morgen sterbe. Genau wie dieser Typ. Hatte ich ein gutes Leben? Was soll man darauf bloß antworten? Du hast recht. Alles gut. Okay, reden kann ich mit ihm nicht. Ja, was? Ja, dann ist es halt so, ne? Willst du machen? Ach nee, das hatten wir schon hier. So, dann gehen wir jetzt hier mal weiter. Als Ethan noch kleiner war, habe ich ab und zu auf ihn aufgepasst. Echt schlimm, was da passiert ist. Hast du ihn drüben beim Wasser gesehen? Ja, er sah fertig aus. Hab ihn nicht angesprochen. Ich fühle mich so hilflos. Ich kann einfach nichts für Ethan tun. Das kenne ich. Okay. So, also können wir jetzt hier quasi durch die Stadt laufen und überall mal so ein bisschen reinhorchen, wie es den Leuten so geht. Was haben wir hier? Pike? Tag, Pike. Gabe war noch so jung. Einfach zu jung. Ich wette, Pike hatte es in den letzten Tagen nicht gerade leicht. Hey, Pike. Hey! Wie geht's dir so? Mir geht's gut. Okay. Ist gut, denke ich. Hey, ich will, dass du weißt, dass ich es ernst gemeint habe. Gabe war was Besonderes. Er konnte mich selbst an schlimmen Tagen noch zum Lachen bringen. Ja. Das habe ich schon von so vielen gehört. Und, wenn du bereit bist, brauche ich noch deine Aussage für die Ermittlung. Ich komme gern bald vorbei. Ja. Ja. Kein Stress. Na, so langsam gewöhne ich mich dran, dass da der gute alte Gronkh mit mir quatscht. Ja, also ja, ich werde Mac erstmal noch nicht beschuldigen, weil ich sagte ja schon, irgendwie bin ich geneigt, ihm zu glauben, dass er wirklich keinen Anruf hatte. Und wir jetzt ist leider nicht der richtige Moment, um den Rest von Haven zu erkunden. Okay, doch nicht so viel Open World. Jetzt ist leider nicht der richtige Moment, um den Rest von Haven zu erkunden. Mensch, ich wollte mir nur die Karre ein bisschen angucken. Ach, das Motorrad können wir uns nicht angucken. Hier haben wir Wildblumen. Ansehen. Das klassische Sinnbild des Neuanfangs. Wildblumen. So, die Natur holt sich das wieder. Hä? Ich komme hier nicht. Doch, jetzt kann ich hier. Jetzt können wir hier durchgucken. Hipster können in diesen Höhenlagen also überleben. Gut zu wissen. Okay. Ist halt nur zu, ne? So, was haben wir hier? Der ganze Fußverkehr kommt hier durch. Den Gerüchten nach will die Minengesellschaft sogar ausbauen. Mehr Jobs bedeutet mehr Kunden für sie. Hoffentlich sind die Kunden hier netter als in Denver.
Ich war noch nie in Denver, aber ich verspreche, die Leute hier sind nett. Das ist korrekt. Ja, mir schon Sorgen, falls Typhon bankrott geht. So, welche Laden, was sollte ich? Plattenladen und die Apotheke. Das hier ich ist halte es für unwahrscheinlich, dass so etwas passiert. Sie sind seit Jahrzehnten der größte Arbeitgeber in Haven. Ja. Okay. Ja, okay, der Laden ist nicht wichtig. Freut mich zu hören. So ein Schwachsinn. Es ist unser Recht zu wissen, was mit unseren Jobs ist. Oh, der ist sauer. Ich habe Typhon 8 Jahre meines Lebens geopfert. Und die können mir nicht mal eine einfache Antwort geben? Typhon interessiert sich einen Scheiß für die Leute. Keiner was sagt. Na, zumindest tun sie erstmal so, als wäre es anders, ja? Jemand ist gestorben. Die Situation ist echt beschissen. Aber sie könnten uns wenigstens sagen, was jetzt... Ein Fahrradladen? Ja, ja. Noch ein Windspiel? Das Windspiel. Die erste Swingband. Ja. Yeah. Ein Arzt hat mir mal Meditation verschrieben. Ich bin bloß immer wieder eingeschlafen. Okay, naja. Die Vorteile der Meditation. Besseres Chakra-Gleichgewicht, gesündere Aura, verringerter Blutdruck, besserer Schlaf. Geführte Meditationen um 7 Uhr und 19 Uhr montags und freitags für $8. Naja, wenn man danach erholter ist, warum nicht? So, was haben wir da? Da haben wir einen Wahlhinweis noch. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Ja. Nichts ist festlicher als 3 Ausrufezeichen. Ja. Feiert Haven, feiert den Frühling, Frühlingsfest, gesponsert von der Minengesellschaft. Den kann man auch mieten, also irgendwie so, es macht so den Anschein, als wenn es im Städtchen vielleicht doch gar nicht so doll ist, ne? Da vorne, der Laden an der Ecke war zu, der hier ist zu, da drüben das Ding ist, naja, also der da hinten und der hier, die sind ja wirklich... zu. Da muss erstmal wer Neues rein. Und dann war doch hier, der andere Laden war doch auch gerade geschlossen. Also. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt in der Apotheke. Ja, ist doch gut jetzt. Vielleicht zu nahe, um unvoreingenommen zu sein. Aber scheiß drauf. Hinweis zur Abstimmung des Stadtrats von Haven Springs und 6. offizielle Stadtratsversammlung um eine Maßnahme Grundstück von mehr als 20 morgen an die Typhon Minengesellschaft. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Hoch da drüben, da haben wir einen Tibetler. Sag mal, wollen wir nächste Woche was unternehmen? Gern. Ich gehe Mittwochabend zum Töpfern. Willst du mitkommen? Zu dem Kurs? Vielleicht. Wollen wir vorher was... Oh Mann. Mann, raffst du's nicht? Sie steht einfach nicht auf dich. Lass es. Echt hart. Ich esse vorher immer was mit Katie. Wenn ich ihm sage, dass ich ihn mag, gehen wir aus und... Dann trennen wir uns vielleicht. Und dann verliere ich meinen besten Freund. Hm. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Moment. Nein. Was rede ich denn da? Das geht mich absolut nichts an. Nein. Nein. Eine Wandmalerei. Den war wohl nicht danach, die Mine zu malen. Nee, vermutlich nicht, nee. So, wir bleiben erstmal hier auf dieser Straße. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, mir das nicht alle 12 Sekunden zu sagen, oder? Oh, hier, da steht's doch. So, Apotheke ist nicht die Hauptmission, also gehen wir jetzt mal hier in die Apotheke. Betreten. Oh, sorry. Na toll, Schuhe. Wir sind uns schon begegnet. Du bist Gabe Chans Schwester, oder? Alex, ja. Ich kannte ihn nicht gut, aber er hatte ein großes Herz. Mein herzliches Beileid. Diane, die saß doch da in der Bar, ne?
Ich muss sagen, das Logo der Apotheke gefällt mir schon irgendwie. Charlotte? Alex! Hey! Jet meinte, dass du mich sehen willst. Ich wollte bloß wissen, wie es dir geht. Mir geht's gut. Ich komm schon klar. Manchmal ist das alles, was man tun kann. Und bei dir? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachen musst. Ganz ehrlich, ich versuche mich für Ethan zusammenzureißen. Ihm geht's schlecht. Ich habe gehört, dass es ihm echt schwerfällt. Gabe war im Prinzip wie sein Vater. Er verschließt sich. Das hat er noch nie getan. Egal wie schwer es war. Ja, wow, Floskeln. Jeder geht anders mit Trauer um. Vielleicht braucht er nur etwas Zeit. Wir haben echt viel durchgemacht. Erst die Scheidung, dann der Umzug. Er hat sich noch nie so verschlossen. Ich dringe nicht zu ihm durch. Naja, ich kann mir vorstellen, dass er sich auch Vorwürfe macht. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass die einzige Person, die mir helfen könnte, mit Gabes Tod umzugehen, Gabe wäre. Was ist das? Ein Dokument. Von Typhon. Falls ich unterschreibe, stimme ich zu, nicht zu klagen. Für eine Abfindungszahlung. Eine hohe. Ich denke, das ist nicht eine Frage von wie viel. Also wäre es das, das wäre echt schäbig, wenn es eine Frage wäre, wie viel. Ich nehme das. Die sind ja so krass drauf. Warum sollten sie dir Geld anbieten, wenn sie nichts getan haben? Sie wollen damit ihren guten Willen beweisen. Aber du hast recht. Sie sind schuld an seinem Tod. Und damit wären sie vom Haken. Wirst du es unterschreiben? Ich weiß nicht. Ich versuche zuerst an Ethan zu denken, aber... Was würdest du tun? Würde ich Gabe damit verraten? Das habe ich jetzt geahnt, dass jetzt so ein Scheiß hier kommt. Jetzt musst du dich entscheiden. Ich habe gerade so überlegt, rein rational. Erstens, warum soll sie das Geld nicht nehmen? Weil Alex als Schwester des Getöteten kann ja auch noch klagen. Ja, von daher könnten im Prinzip alle, die ein ernsthaftes Klagerecht hätten, also alle bis auf einer, die Kohle nehmen und der Letzte klagt dann doch. So, das wäre so. Auf der anderen Seite, ich sagte eben eingangs schon, das ist nicht eine Frage von wie viel. Also für mich wäre es das nicht. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Und nicht für eine Entscheidung ab einer gewissen Summe. Kann ich damit leben, dass das nicht aufgeklärt wird. Und von daher, ich glaube, also ich sag mal, ich habe jetzt nicht den Eindruck gewonnen, dass hier, wie heißt es, Charlotte und ihr Sohn irgendwie am Hungertuch nagen müssen. Und von daher würde ich ihr, lehnen das Angebot absagen, weil irgendwas stimmte da nicht. Ne, das wissen wir ja, weil Mac halt behauptet, es gab keinen Anruf, die Sprengung aufzuhalten. Wir haben ja gesehen, dass irgendwo angerufen wurde.
Und das ist auch so hier Kopf in Sand und nee, komm. Wie gesagt, es ist nicht eine Frage von wie viel, es ist eine Frage, ob man das überhaupt mit Geld regeln möchte. Und das würde ich nicht wollen. Du solltest das nicht unterschreiben. Es tut mir leid, ich weiß, es ist hart. Aber du kannst dich nicht von Typhon kaufen lassen. Gabe hat den Anruf getätigt. Ich werde es beweisen. Ich brauche nur etwas Zeit. Danke, dass du ehrlich bist. Wenn sie bereit sind, Charlotte für ihr Schweigen zu bezahlen, dann sicher, weil sie etwas zu verbergen haben. Naja, jein, das ist ein Zirkelschluss. Sieh dich ruhig um, wenn du magst. Ja, okay. Also das ist so ein Zirkelschluss, der kausal nicht so ganz korrekt ist, ne? Weil man muss auch dabei sehen, man hat es hier mit einem Konzern zu tun. Und solche Sachen will ein Konzern erledigt wissen. Ne, das kann jetzt noch Jahre dauern, bis dann irgendwann Beweise gesammelt werden. Dann kommt wieder was Neues. Irgendwer kann sich nicht erinnern. Eine Verfahrensfrage, dann wird der Richter gewechselt, dann ist Urlaub, Sommerpause. Ne, und du bist dann halt jahrelang mit so einer Sache hier in der Juristerei beschäftigt. Und ich sag mal, so ein Konzern hat dann lieber wenn es denn eine Möglichkeit gibt, hier so zack, Deckel drauf, erledigt. Dann lieber Deckel drauf, erledigt. Meine Erfahrung dabei. Von daher würde ich das Angebot nicht als Schuld, ein Geständnis werten wollen, sondern einfach bloß für so einen Konzern ist das halt Business as usual. Das machen wir immer so, einfach nur damit die Sache erledigt ist, fertig. Ich werde schon noch rausfinden, warum Matt lügt. Natürlich hat sie recht. Aber ich könnte das Geld gebrauchen. Wir dürfen nicht nachgeben. Egal wie schwer es ist. Kann ich mit ihr nochmal reden? Ich bin immer da für dich, falls du was brauchst. Danke. Okay. Gleichfalls. Ja. Glaspfeifen sind so cool. Das sind nicht nur Kunstwerke, sondern machen dich auch high. Warum quatscht sie da so cool? Hier gibt's noch mehr. Meine Drogen nehme ich nur aus gläsernen Kunstwerken. So reich wäre ich gerne auch mal. Genau, Hauptsache dröhnt. Und er hat das alles mit einer rostigen Säge und einer Flasche Gin geschafft. Beeindruckend. Was hat er denn? Historische Gesellschaft Haven Springs. Quarl Feather Sanatorium. Das Quarl Feather Sanatorium wurde 1919 gebaut und bis zu seiner Schließung 1927 erfolgreich geführt. Das sind 8 Jahre. Unter der Leitung von Dr. Martin Kellogg wurden über 500 Grippe- und Tuberkulose-Patienten behandelt und geheilt. Und denn? Warum hat man das denn gleich wieder Oh, hier gibt es einen Geldautomat. Sehr gut. Da oben ist noch ein Bon. Kostet vermutlich mehr als mein Busticket. Ach so, wir müssen mal noch gucken, ob wir hier sonst noch irgendwelche Dinge haben, die wir beobachten müssen. Erstmal nicht. Cooles Logo. Ich wette, das hat Charlotte selbst designt. Ja, das Logo ist geil, das gefällt mir. So, glatt mal gucken. Gibt's hier Merchandise? Das kann man kaufen. Gott, zieh dir was an. Was? Wieso, was ist das denn? Mary Jane Magazine, ein neuer Trick für das Anbauen voluminöser Knospen. Okay. High und trocken. Wie du feststellst, ob du wassergesättigtes Gras kaufst. Wie lange bleibt THC wirklich im Körper? Welche E-Zigarre ist die richtige für dich? Sieh dich kommen viel. Alter, das ist aber. Die geht aber auch relativ offen mit den Drogenscheiß um. Dass Charlotte die ganze Zeit die Apotheke geführt hat. Ich konnte nicht mal die Wohnung verlassen. Ja, nur, wie wir eingangs oder wollen wir es, jeder geht da anders mit um. Und man sollte sich hüten, anderen vorzuschreiben, wie sie zu trauern haben. Der silberne Drache-Newsletter. Hallo alle zusammen. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist jemand, der
mir sehr nahe stand, vor kurzem gestorben. Die letzten Tage waren sehr schwierig für Ethan und mich, aber wir tun unser Bestes, durchzuhalten. So viele von euch haben sich mit freundlichen Worten gemeldet und das bedeutet uns sehr viel. Ich kann euch nicht genug für eure Unterstützung danken. Ich werde versuchen, den Laden jeden Nachmittag für ein paar Stunden zu öffnen. Doch für die nächsten Wochen wird alles eher sporadisch sein. Ich entschuldige mich für jegliche Unannehmlichkeiten und bedanke mich im Voraus für eure Geduld. Eure freundliche Knospengärtnerin aus der Nachbarschaft, Charlotte. Ja, ich denke, hier, so wie ich den Ort hier einschätze, haben die dafür schon Verständnis. Ich brauche einen Doktortitel, um Gras zu rauchen. Schon wieder Drogen. Sativa, blaue Euphorie. Eine starke Sativa-Sorte, welche die Kreativität anregt. Stairway to Heaven, ein wohliges, sanftes High. Mit Snacks rauchen. Indica, vortreffliches Violett, eine entspannte Indica-Sorte, die den ganzen Körper und Geist entspannt. Sandmann, eine starke CBD-Sorte, die Körper wie Geist entspannt. Okay, hier liegen... Stairway to Haven? Gabes Idee, ob du es glaubst oder nicht. Oh, das glaube ich. Ja, schön. So, was haben wir hier noch Schönes? Das könnte ich so krass anmalen. Aber ich will es nicht. Sieht irgendwie cool aus. Darstellung von Charlotte Harmon. Bitte gesellen Sie sich zu uns am Samstag, den 3. März um 20.30 Uhr in der Paradox-Galerie für eine Ausstellung gesammelter Werke. Erfrischungen werden bereitgestellt. Solche Rabatte liebe ich. Apotheke, Silberner Drache, 30% auf Einkäufe an Ihrem Geburtstag. Ausweis muss vorgezeigt werden. 15% Rabatt auf Essbares, wenn Sie teilen. Sparen Sie 10% auf alle Produkte, wenn Sie beim Zahlen ein Gedicht zitieren. Das finde ich mal spannend. Etwas teuer. Aber kann man den Traum eines Kindes wirklich mit Geld aufwiegen? Ethan Harmon zum Verkauf. $1,000. Na, immerhin schon mal ein buntes Comic. Nicht schlecht, Gabe. Gabe, was hier? Gabe, ja. Schön. So, was haben wir hier noch Schönes? Eine Skulptur. Das ist ein Semi. Manche Karibikvölker glauben, darin wohnen die Geister der Götter. Aber mir... gefällt einfach nur der Look. Er ist echt cool. Mhm. Ich liebe Charlottes Stil. Sehr bunt, ja? Na toll, man kann es so lesen. Ja, alles klar. Das hätte man sich dann auch sparen können. So. Sowas gibt's in Portland auf jeden Fall nicht. Einen Kaktus. So, dann haben wir hier vorne den Raum durch. Dann lass uns doch mal hinten schauen. Was haben wir hier noch Schönes? Da ist was. Ja. THC-Fruchtgummi. Mann, die kicken hoffentlich gleich rein. Ich schlafe gerade nie länger als 3 Stunden. Profi-Tipp? Schlaflosigkeit kommt selten aus dem Nichts und THC als Behandlung funktioniert viel besser, wenn du dich um die zugrunde liegenden Probleme kümmerst. Hast du eine Ahnung, was dich auffühlt? Okay, Gabe hatte Schlafschwierigkeiten. Diese schicken Apotheken verdrängen all diese weirden Typen namens Tobi aus dem Geschäft. Oh. Aha, und welcher Teil des Gehirns ist nochmal für die irre leuchtenden Gefühle verantwortlich? Alle. Das ist so eine Schnittmenge in der Mitte, oder was? Oh, ein Meißel. Charlottes Hingabe für ihre Kunst ist so inspirierend. Alter, die hat ja nur Drogen hier. Gibt's in kalten Tagen was Entspannteres als eine Tasse Gras? 2 Tassen Gras. Hier hinten nochmal eine Kasse. Hm. THC-Fruchtgummi. Ja, dann sind wir hier durch soweit, oder? Was sagt denn hier Dings? Besuche die Apotheke, sagt, sind wir fertig.
Okay. Können wir mit ihr nochmal reden? Ich bin immer da für dich, falls du was brauchst. Okay, dann tschüss. Bis später. So, so weit, so gut. Hä? Was ist da? Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Ja, aber wir sollen ja noch Steph im Plattenladen. So, der Blumenladen ist irgendwo hier, da hinten an der Ecke, ne? Hier ist noch eine Warnung. Haben wir die schon mal gelesen? Ja. Eine Warnung wäre schön gewesen. Ach, die... Oh. Oh. Ja. Oh. Wunderbar. Oh, ein Fettnapf. Lass mich mal ein bisschen drin rumwühlen. Mädchen auf der Bank, was hat sie denn? Oh, das ist doch seine Schwester. Das arme Ding. Ach, dieses Mitleid nervt langsam. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. So, hier ist ja auch schon wieder so ein Laden, der irgendwie nicht ordentlich, nicht in Ordnung aussieht. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Und ich möchte, dass du das nicht alle 12 Sekunden sagst. Na, Olo, sag nochmal. Okay. Wie wär's, wenn wir einfach mal im Plattenladen vorbeischauen und gucken, was Steph da so macht? An der Stelle übrigens beim Kickerspiel, habe ich da irgendwas gesagt, ich stehe auf Frauen? Ich glaube ja, ne? Also, ja, tue ich und tue ich sie offensichtlich dann auch, oder was? Steph wollte, dass ich vorbeikomme. Sie muss hier irgendwo sein. Oha. Oh, da steht einer. Hilfreich. Bin zurück im 5. Vielleicht auch 15. Wer weiß das so genau? So, das privatwirtschaftliche Förderinteressen stellen ihren Gewinn über die Gesundheit ihrer Familie. Was du nicht sagst. Rufen Sie Ihre Abgeordneten an. Sagen Sie ihnen, sie sollen Nein stimmen für das Volksbegehren 39 Haven Springs. Ach so, ja stimmt, die wollten ja da irgendwie deswegen auch die Sprengung. Hatte ich das schon mal gelesen? Hinweis zur Abstimmung? Ja, ich glaube schon. Machen wir zurück hier. Gabe wollte, dass ich wieder anfange zu spielen. Vielleicht mache ich das. Ja, wenn du Lust hast. Oh, die Katze. Well, lass uns doch einfach Freunde sein. Hallo Katze. Mautz. Chrissy sieht süß aus. Es wäre falsch, den Hund von jemand anderem zu beanspruchen. Oder? Brüder Ramirez, Waschbärenbeseitigung. Hund gefunden. Die maskierten Viecher finde ich schön. So, hier haben wir noch das Notizbuch. Gucken wir uns das an. Sieht aus, als würde Steph an einem neuen Projekt arbeiten. Mhm. Noch eine Ausgabe von Legendary Monster Hunter Thanor. Okay, dann lass uns mal gucken, was haben wir denn hier? Es wird Zeit, einem alten Freund einen Besuch abzustatten. Snap. Oder sollte ich sagen, einem alten Feind? Okay. You don't belong here, Monster Slayer. Und dann kämpfen sie. I'm not leaving here till get answers. You won't be leaving at all. Ja, du hast ja nichts zu suchen, Monsterjäger. Ich gehe nicht, bis ich Antworten gefunden habe. Du wirst überhaupt nicht gehen. Ja, dann wird es gleich Action Game tun. Oh ja, da geht's los. Nein, doch. Oh. Da ist das. Was? Ach nee, wo ist das Skysword? Das Himmelsschwert? Ja, ich werde es dir sagen, oder was sagt er da? Na gut, ich sag's dir, genau. Emiliano wird alles sagen, Gringo.
Ach so, jetzt sehen wir das hier gerade hier, ne? Der kämpft mit so einem Speer, hätte ich mal meiner gesagt. Der geht aber kaputt. Jawohl. So, was haben wir hier noch? Das Schwert wurde zuletzt in der Stadt Carneris gesehen. Carneris? Aber sie wird von Wehrspinnen heimgesucht. Alle, die nach dem Schwert suchen, verlieren etwas, das ihnen am Herzen liegt. Aber es ist mir vorbestimmt, das Land mit dem Himmelsschwert zu retten. Gut, dass du dich nicht allein auf die Reise begibst. Alvin! Hä? Alvin? Ein Hafenspieler? Okay. Naja, warum nicht? So, was haben wir hier noch? Die Comics, die können wir schon. Die Wächterin ist cool, aber nicht so cool wie Thanor. Ah, hier, Typ im Hoodie, den können wir auch noch mal kurz durchleuchten. Ich konnte Chrissy nicht verlassen. Nach allem, was wir durchgemacht haben. Chrissy, Moment, hieß so nicht der Hund, der gefunden wurde? Neuer Dialog freigeschaltet? Hey. Du suchst doch nach deinem vermissten Hund, oder? Ich glaube, er ist in Todds Baumarkt. Ernsthaft? Oh, vielen Dank. Ich rufe da sofort an. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, wo die Zeit ja eigentlich hoch ist. Hi, ich rufe wegen des Hundes an. Chrissy. Geht's ihr gut? Oh, Gott sei Dank. Ist sie bei Ihnen? Ah, toll. Ja, haben Sie vielen, vielen Dank. Na bitte. Kann ich Sie gleich abholen? Ja. Kein Stress, alles gut. Ich warte. Naja, schön, siehst du, haben wir da noch wem geholfen bei. Moment, doch, das Schlagzeug ist noch da. So, den Vogel. Immer weiter. Eine schöne alte Orgel. Vielleicht spielt sie mir ja mal was vor. Ach ja, stimmt. Sie hat getrommelt und ihre Freundin hat die Gitarre gespielt. Steph meinte, sie will mich sehen. Sie muss hier irgendwo sein. Naja, ich habe sie schon gesehen. Ich hoffe, wir werden noch viele Abenteuer von Thanor erleben. So, und das müssen wir dann aber halt in der nächsten Folge machen. Da ist sie ja in der Radiokabine. Warte mal, hier die Warteliste. Können wir die noch vorher angucken einmal? Dass er wirklich diese Platte bestellt hat. Oh Mann. Ach so, das war die, die wir unter der Katze da gefunden hatten. So, und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge. Gehe jetzt kurz noch mal raus, um einen Speicherpunkt zu erstellen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich bald wieder. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.